Vollgas gegeben und schnell gefahren. Und schnell gefahren, das ist auch der Robert Klaus, die 380. Robert Klaus ist oben im Ziel auf dem Peugeot 205 mit 1:30:44. Unterwegs auch schon Stefan Faulhaber auf dem Start 3 jetzt definitiv. Und dann hinein in den Rahmen. Und da hat er einen Vorsprung herausgeholt von Dritter. Die Führung ist aber nach wie vor bei Christian Schneider. Ich komme jetzt in der Motorsport auf der zweiten Position, aber wir sind noch in der Linie. Stefan Faulhaber im Königsberger Kadett 1:41:04. Faulhaber 125 ist er gefahren, ein Amster Steinmauer. Finden. Ja, so sieht es aus, wenn heute ein 1,6 Liter wegfährt, also du sagst es selber, Peter, es ist der absolute Wahnsinn, dann kommt man mit den Augen gar nicht mehr mit, so schnell geht das für den Start, ja. Ja, dann kann man nur sagen, Hut ab auch vor dem Motorenbau, als sich solche Triebwerke hinzaubern, wir haben für uns natürlich eine Augen- und Ohrenweide. So, bisher 1:24:44 mit einem 197 PS leistenden Motor. Das war schon Thomas Richter. 90 insgesamt 1:03:70 hier. Land, der ganz viel Slalom-Erfahrung mitbringt, die er aber unter anderem auch geholt hat, sich auf einen Fahrrad im 40 zusammen mit seinem Partner, mit dem Antoine, war hier da viel unterwegs. André Scher hat den 23 ES, das weiße Auto. Ein bisschen mit Startproblemen, aber jetzt ist er unterwegs, also die Hinterräder haben endlich Griff gefunden, das ist eine Prozedur gerade für die Hinterräder. Und auch für die Frontflügel natürlich, die hier schwierig nachzuvollziehen ist oder nicht so einfach zu machen ist. Der Autohausinhaber aus Dachau, der auch schon Rallye-Erfahrung mitbringt, die er sich geholt hat auf einem VW Golf 16 Ventiler auf dem Ex-Auto von Fonsi Alfons Stocke und ja, in letzter Zeit hat er verbracht mit Slalomfahren und dann ist er jetzt groß eingestiegen in Sachen Bergrennen und da fühlt er sich so richtig gut aufgehoben und rundum wohl. Da geht's weiter. Christian Schneider 1:22:81, 1:28:81 für Robert Klaus, für Wolfi Klaus 1:29:43. Siebte Platz Robert Klaus, Stefan Faulhaber wird gleich oben sein, Erwin Buch 1:43:44 gesamt für den weißen Meer. Für Stefan Faulhaber, also hier wird richtig angegriffen, ganz geschickt. Von Martin Schuck und seinem VW Golf 3 16 Ventiler und wir haben weitere Zeiten für André Scher auf dem weißen BMW 320 GS von 1:40:54 und wir haben eine 1:40:17 für den Z-Faber auf dem Kadett C-Coupé. So, Martin Schuck hat neu aufgebautes Auto. Das ist seine erste Saison, also das muss man auch ein bisschen mit wissen, wenn er hier nach oben fährt und ich glaube, er macht seine Sache immer besser. Man sieht seine Platzierungen, die sich beständig so vom 20. 21. Platz nach vorne gearbeitet haben. 14. war er noch, 15. in Eigenmüll, also eine richtig gute 16 Ventiler, 1:23:46, zweitschnellster jetzt Stefan Faulhaber, zweitschnellster der modernen Fahrzeuge. 16 Ventiler, wir haben die nächste Zeit, die nächste Leistung lautet 1:45:349. All für ihn, von Bahn her, Zeit von Martin Schneider, von Jürgen Kahn. Und natürlich auch auf die Monte Mars Richter. Dann Martin Schuck, auf dem VW Golf 2, 16 Ventiler. Ein bisschen sporadischer Start der. Schwabenland, der ist auf dem Opel Ascona B und den habe ich heute Morgen schon getroffen. Und der motiviert. Das ist der weiße Kadett, das C-Coupé. Geschehen eingreifen lassen. 1:48:01, Thomas Richter. Für
der Zeit. Ich hoffe, wir haben nämlich Zeit für Menschen. Also das ist super gut. Wir halten nochmal fest, 1,5517 für Sepp Faber und 1,4054 für den Anschluss. Leisten in der Spitze 240, 250 PS, ein bisschen mehr vielleicht, der Opel Kadett von Michi Rauch, Edelmanns von 260 bis 270 und das ist für einen 8-Ventiler 2 Liter Sauger, habe ich schon eine ganze Menge von Stimmen. BMW 320 IS, der fährt ja auch mal Downhill fährt mit dem Mountainbike, also nicht nur schnell die Berge hinauf, sondern auch schnell die Berge wieder hinunter. Martin Schuch hat losgelegt. 08, es wird gleich weitergehen und macht euch keine Sorgen, dass euer Rasenmäher durchgegangen sein könnte. Oder das Geräusch eines falschen Motors im Panzer RX7 von Jürgen Schuster. Das ist übrigens ein Auto, das schon ganz lange im Rennen. Für den superschnellen 8-Ventiler für den BMW 2002 von Norbert Wimmer, der jetzt im Moment auf Stellung ist. 36 für Martin Schuch. Und eine 1,56,76, andere Scher mit 1,27,65, das ist der weiße BMW. Was haben wir noch anzubieten? Der Erwin Buck, den hatten wir schon genannt mit seinen 1,28,33. Also 1,26,76 für Stefan Faulhaber aus der 1,6 Liter. Auf Top-10-Plätze in der 2-Liter-Klasse, in der wir ja bis zu 30, 40 Fahrzeuge unterwegs haben. Roland Kristall, letzte Zielankunft, 1,4607, auch das ist der Martin Schuch, Rote VW Golf, Holger Altenauer, Ford Escort. Auto nehmen mit dem VW Golf 2, 16-Ventiler von Martin Schuch, der Berufssoldat und Kfz-Meister, ja, durch seinen Freund, durch den Christian Dümmler, zum Bergrennsport kam und 2015 dann seinen Einstieg vollzogen hat. Sepp Faber, 1 Minute 41,77 für das Motorrad-Coupé. Faber 1,39,21 für Thomas Richter im VW Golf und Martin Kendorfer 1,28,19 im weißen Opel Kadett C-Coupé. 10,11. Dann Roland Kessler, 1,38. Das ist deine Gesamtfahrzeit, also für heute. So, höchste Zeit noch den Monitor zu gucken. Roland Kristall 1,41,23. Ja, und das ist die Frage, die beiden Hinterher noch die dritte Position in der KW-Abfahrtrophäe des Jahres 2018. Aus Holzenstedt in der Nähe von Stuttgart, Jürgen Klages im Opel Astra, der Mann ebenfalls aus dem bayerischen Schwabenland. Ja, spektakuläres Auto. Ein Erfahrungsgott, der Rest 810 Jahre von Werner Weiß. Der S1800 BDA wurde neu aufgebaut für die Saison 2017, ausgestattet mit einem sequenziell geschalteten Sechsganggetriebe aus dem Hause Directive, das diesen Dropgear hat, wo man die Gesamtübersetzung hinten am Getriebeausgang in einer Viertelstunde, also 15 Minuten, wechseln kann. 50 ist wieder schneller. Ein Ford Escort auf dem RS1. Und das ist Norbert Wimmer. 82 für Martin Schuck im Rot VW Golf. Und mittlerweile. Danke,
seinen Ford Escort, der Rest 2000, der 50-jährige Kraftfahrer von der Schwäbischen Alb, der also auch am Wochenende das Lenkrad überhaupt nicht aus der Hand geben möchte. Er tauscht also vom Truck zum Rennauto. Und das ist die Geschichte, die ihm richtig Spaß macht. So, jetzt schauen wir mal auf unsere Aspiranten in der KW auf Frau Trotti. Das steht fest für Frank Lohmann im 8-Ventiler VW Polo Steinig. Wer weiß, im spektakulären 1,61 Kölner Aufzug, der macht den Zug in den Rumpf VW Golf. 56 und dann. Bereits feststehend als KW-Abfahrt auf den Sieger des Jahres 2008. Mark Strasser zusammen mit seinem Teampartner mit Mario Minichberger. Mein schnellster heute Morgen gewesen. Also nicht mehr mit einem STW-Zylinderkopf bestückt, sondern mit einem Hayabusa Motorrad-Zylinderkopf, was nochmal ein 13. Schicksal kann. Der gibt es eine bessere Fahrbarkeit. Dann Niki Bodenbürger mit der Scheinbar danach. Genauso wie Thomas Richter, mit dem fahren wir mal an. Thomas Richter, eine 1,40,14. Dann Sepp Faber hatten wir mit den 1,41,77. Martin Kelldorfer 1,30,79. Und Roland Christau schnell unterwegs mit 1,28,34. Also besseres Ende im Trainingslauf Nummer 1. Zunächst einmal für den Roland Christau. Ja, wir sind aber schon weitergekommen im Programm. Ist Jürgen Klaves mit dem Oblast. Mit 1,43,58. Mit 1,46,49. Martin Schumann im Die Verhältnisse momentan nicht so super nach dem Auslauf. Ja, der Gesamt. Jürgen Schuster, 1,85 für den Martin Schuh. Auf der Piste haben wir mit 204,75, Jürgen Schuster ist hoch an dem roten Mazda, Erik Sieben. Für den Thomas Glück im Renofio, 1,55. Das ist der Jürgen Schuster mit dem Zweischeiben-Kreiskolben-Wankelmotor befeuerten Mazda Erik 7. Ja, immerhin 280 PS ans Getriebe weiter gibt. Und da wurde auch nochmal nachgearbeitet, speziell von der Saison 2017 zur Saison 2018, hat man da beim Revidieren so rund 30 PS finden können, hat umgestellt von Vergasertechnik auf. Für den ein bisschen Zeit gekostet haben, damit die Boote da alle gut sind. Das sind eine riesige Klasse. Bin ich der Schirocco. Eine Einzelne. Ich habe eine Das war der Start von Norbert Wimmer. Norbert Wimmer steht ja schon fest mit seinem Partner Christian Auer als Gesamtsieger der KW-Auftrag im Jahre 2018. Und wir schauen nochmal über den Monitor. Jürgen Klages Oblaster 1,44,2, 1,38,72 für Martin Schuck im roten VW Golf, Holger Halt im fortgetriebenen Ford Escort 1,39,98 und 1,44,09. Ja, Bombenstart von Markus Reich auf dem völlig neu aufgebauten VW Minichberger Corrado R, 16-Ventil-Motor, 2-Liter VW-Motor mit Hayabusa-Motorrad-Zylinderkopf ausgestattet. Und das ist auch der Motor in dem Auto, das gleich kommen wird, nämlich die Startnummer 312, Thomas Strasser aus Elmau in Tirol. Er steht fest als Gesamtsieger des KW Bergkaps 2018, zusammen mit seinem Partner Marco. Einem 2 Liter, der über 300 PS leistet, auch die Hilfe der Traktionskontrolle zunächst mal auf den ersten Metern, damit die Räder nicht ganz einfach haltlos durchdrehen. Und oben angekommen, meine Damen und Herren, das ist mittlerweile Werner Weiß mit 1,28,93, genauso wie Jürgen Schuster, die 323.
Sieger am Lenkrad gesetzt ist. Der zwei Scheiben heißt Volkmann. Dann Thomas Flink, der das Ziel erreicht hat. 31 Wurde nochmals technisch verfeinert, sind also keine Aussätze, die wir hier befürchten müssen. Da regelt immer die Traktionskontrolle noch ein bisschen mit, ob wir heute Morgen mit dem Mario, mit dem Tom auch sprechen können. Da haben wir ein bisschen geredet drüber. Schalte ich sie überhaupt ein, nehme ich sie hier, mache ich eine Zuckung, mache ich mit Gefühl, mache ich mit dem Fußballstudio, was hier fährt, bitte den Befehl raus an der Strecke. Macht euch selber. Da wird er noch einmal richtig Gas geben. Und der Stefan Dabzeit mit dem Bologinka. Noch nicht so dieses Breitbau-Syndrom hat, wie es viele andere Autos haben. Also ein relativ schmal, der ehemalige hessische Automobilslalommeister, und das macht er auch ganz bewusst, meine Damen und Herren. Und mit 180 km/h Tom Strasser oben im Bereich der Steinmauer, also da setzt jetzt neue Maßstäbe. Er will das jetzt wirklich wissen, und da sind wir auch schon gespannt auf die Endzeit. 155 km/h da oben für den Michi Bodenmüller. Der starke Achterzieler BMW 30484, seine Gesamtzeit. Zweiter momentan ist der Start. 30. Auch hier einer derjenigen, den wir ganz vorne erwarten dürfen. Und jetzt gibt es die Mischung mit dem Österreicher Feld. Beginnen mit der Stefan Dotzreiter, hat den Fabi Polo-Kitzka, und der hat, das darf ich noch schnell sagen, einen unheimlich großen Fanclub. Den hatten wir in St. Ja. Bei der Fahrerpräsentation am Samstagabend. Und da haben die Mädels auf den Tischen getanzt und applaudiert, als der Stefan vorgestellt wurde. Ja. Der Stefan ist auch einer, der gewinnt. 1888 für Tom Strasser. Und damit haben wir oben mit dem und neue zweite Zeit für Patrick Horst, der BMW, du hast schon angekommen, sauber abgestimmt auch für die Nasenwende. Der 1,34 sehr gerichtet für diesen Lauf da hinauf, und der Stefan Dabzeit ist bereits unterwegs mit dem VW Polo Kitka. So, oben angekommen, Tom Strasser, wie gewohnt, mit einer Bombenzeit. 1,20,24, das ist die neue Fabelzeit. Sie geht die zweite Zeit an diesem Tag, der Michi Bodenmüller. Damit wollen wir die sechste Zeit gut gelaufen haben. Der nächste Mann. Wir kommen mit 1,31.
hat er wieder mal alles pulverisiert, das kennen wir schon aus dem Vorjahr. Also der, wenn der antritt, dann pfeifen wir die Comanchen richtig und dementsprechend war es heute auch wieder zu erwarten. Und wir hatten uns die Erwartung nicht genommen. Gegen einen Regen, 8:30 auf 1:30 nochmal von der Aufwand zu kaufen. Die nächste Dame, unsere Ladies. Ja? Ja. So, der nächste ist jetzt der Angesprochene. So, und dann geht's weiter mit der 2 allradig. Also jetzt werden wir dann Als Italiener ist er ja die Türkei, Golf GT, in der Klasse bis 2, übrigens die stärkste Sätze Klasse, die wir ganz Wettbewerbs. 1:24:09 jetzt für Patrick Ort auf der BMW 320 ist. Also das drittschnellste Zeit bisher. Die Bursche sind da schon richtig. Ah, wo Hammer drauf ist, ist eine Dame. Mit momentan jetzt einmal die Zwischenzeit in der Gasse. Kann man sehen? Na, auch er wird noch einmal schneller. 1,7 Sekunden. Und Werner Jungs ist der nächste im grünen Golf 2. Johanna Amann ist jetzt hier unterwegs mit dem Renault Clio RS 3. Sie werden sich fragen, wer macht den Beta-Amann sehen, leider nicht. Ganz genau, das ist kaputt gemacht. Ist da bis jetzt nicht fertig geworden. Drum haben wir die Johanna hier. Johanna Amann, wie gesagt, die junge Dame mit dem Renault Clio RS, ist da bereits unterwegs. Oben ist der Stefan Datz weiter angekommen. 1:29:89, 15. Zeit. Im ersten Training jetzt einmal. Ja, diese Division 3 in der österreichischen Meisterschaft hat die natürlich heiß umkämpft und einen, den wir nicht missen wollen, seit vielen Jahren, wenn nicht schon Jahrzehnten auf den Bergstrecken Österreichs und auch international unterwegs ist, der Mann, der jetzt dann kommt. Werner Jung mit dem VW Golf 2. Sie kommt schon an und wir bleiben gleich dem nächsten Golfräumen. Die Lochen ganz groß mit dem VW Golf 3. Aber hier geht es richtig los hier nach. Und da schauen wir uns natürlich an. Oben ist der Markus Gasser angekommen. Damit momentan 12. in dieser Stadt. Mit seinem Golf GT 1:30:84 vor der Serie in der Audi 80 Coupé. Unterbrechung. So, wen haben wir noch alles oben? Werner Jung ist unterwegs, Christian Boden und ganz gut. Angekommen ist die Johanna. Johanna Amann ist im Ziel. 1:30:94. Damit beschließt Daniel Gruber seinen ersten Trainingslauf und der nächste, den wir sehen werden, mit der Startnummer 283, Franz Probst vom MSC Lochen, ein VW Golf Rally, ganz seltenes Fahrzeug, das dürfen Sie sehen, Allrad. Bleibt auch so richtig schön, also, nein, dort, genau. Jetzt sehen Sie eine vegetarische Silberlackierung, die hat jetzt natürlich auch weiß. Noch weiterhin im Einsatz. Der hat fast 2 Sekunden hat er rausholen können. Das ist auch ein Glückspannend. Aber deutlich besser bei. Oh ja, Anna Amann. Hat hier den Griff gesucht und auch gefunden. Da, Erna Glasl, meine Damen und Herren. Ein der hat die
Silvesterböller schon ausgepackt. Hier hat man diese geplanten Fehlzündungen dienen dazu, dass der Turbo nicht in den Keller fällt, sondern dass hier immer wieder Power ist. Markus Grasser am Ziel mit dem Einzelgolf, der ist oben mit 1,35, 39 angekommen und Audi schaut vom Feind zu werden. Hat mich hier hinter, es kommt bereits der Roland Eder mit dem VW Scirocco. Er hat uns im ersten Durchgang ziemlich cool, da drinnen ins Ziel rübergekommen. 169 einfach. 169. Werner Jungs, jetzt 72 Kilometer auf nassem Asphalt. Taucht er dort ein und rein. Und der Ausgangsfeld ist der Mann, der jetzt passt. Im Trockenen, Jürgen Halbertslager war super, super lässig unterwegs und da war auch gesamt, wo sie von ihm mit der 282 ist der Michi da unterwegs und der nächste ist die 281, das ist der Roland Ida und oben Johanna Hamann, 1,41,46. Auch sie ist stolz, 130 km/h. Die Dame aus dem Lenkwitz und dann aber nach dem Roland Eder nach dem Kontakt. Schon Octavia Kitka. Super gut umgehen können, war auch sehr, sehr fetzig und bewegungsfähig auf ihr. Und jetzt Franz Reuter. Ja, Mann, der kann umgehen mit über die Vorderachse. Und oben bei unserer Mutecke 134 km/h. 151, der Michael Endres, der da in der X hier auf ist. Und der ist da auch ganz fertig unterwegs und losgelassen. Jetzt der Roland Eder, der nächste, der sich fertig macht, ein Skoda. Pilot, den wir da sehen, den Octavia Kitka von Manfred Zuppern, den wir seit vielen, vielen Jahren hier am Berg St. Agatha. Wunderschöner Sound, den wir da immer wieder miterleben. Angekommen ist der Werner Jutt, 1,38 und wird da 1,8 schneller. Sich alle richtig. Im Einzelgolf Jürgen Steiner 1,42,38 und Achtung, Franz Probst, dritte Zeit 1,24,68. Wow, ganz cool. So, die 279 hier, Jürgen Halbertschlager im VW Golf hat die Checks in souveräner Manier über sich ergehen lassen und dementsprechend steht er jetzt hier am Start. Und kurz gibt es sicher einen zweiten Startintervall. Deswegen dauert es jetzt ein bisschen länger, bis er losfährt. Der Jürgen Halbertschlager, aber wir werden eine Bombenzeit erleben können. So, Ender ist bis oben. Wir mal den zweiten Platz in der Winterthurstraße mit dieser heißen Klasse und nach Halbertschlager noch einer der Local Heroes. Aber Blasen! Viele hier angereist. 51 und das ist die Führung! Da sitzt aus der Südsteiermark mit einem Alfa Romeo. Der wird natürlich auch ein bisschen. Alter! Ja!
Bernhard sollte nicht behindert werden. Der Schade kommt. Salzburger, Franz Heuler und Rocke. Den kennt man natürlich auch, einer, der, wenn der Sekko mal ein bisschen ausbricht, dem macht es noch mehr Freude da drinnen. Ja, der lebt ein bisschen nach dem Motto, was rutschen die Kutschen? Ja, dem taugt das richtig witzig. Also, daher aber gut weggekommen vom Start. 1,27,66 jetzt die Zeit für Roland Eder. Die Pavillon kommt in der mit seinem Audi 80. Was kommt vom Audi? Unheimlich weit vorne im Gesamtklassement. Der klingt wie ein wild gewordener Rasenmäher. Und jetzt Achtung, Angriff auf die Neubesse. Didi Sternert steht am Start. Felix Bürger legt los jetzt, der 20-jährige Mann aus Baden-Württemberg. Er liegt aus dem Mittelsaal am Einstieg. Gewechselt hat, mit der er schon respektable Platzierungen sich holen konnte in der Saison. Thank you.